Leute, herzlich willkommen zum neuen YouTube-Video. Ich bin wieder am Wasser, an einem meiner Hausgewässer, aber heute ohne Angel, ohne Futter, sondern ich würde euch ganz gerne was vorstellen. Und zwar hat ein neuer Lebensabschnitt bei mir begonnen. Ich habe ja schon immer sozusagen den Traum gehabt, mich selbstständig zu machen, aber vielleicht kennt das der eine oder andere von euch. Man wusste nie so richtig, was und wie. Man hat sich umgeschaut, womit kann man sich identifizieren, und ich wollte mich gerne immer im Bereich meines Hobbys, halt dem Angeln oder dem Karpfenangeln, halt selbstständig machen oder mir was aufbauen. Ja, habe ich natürlich geguckt, was kann ich. Ich bin gelernter Elektroniker, habe geguckt, was gibt es so auf dem Markt, und da kommt natürlich Stromversorgung, Batterien ist natürlich die erste Wahl, wenn es um das Thema geht. Ja, natürlich, vielleicht kommt euch die Kiste schon bekannt vor. Sowas gibt es natürlich schon auf dem Markt, aber ich habe mir gedacht, boah, was kannst du besser machen? Und habe meinen Hirnschmalz hineinfließen lassen und bin doch der Meinung, da ist was bei rumgekommen, was man schon so ein bisschen als Alleinstellungsmerkmal auf dem Markt sehen kann. Und so kam ich auf die Idee, ja, meine eigene Firma namens Nikki Sells zu gründen. Passend zum Namen, finde ich, ist, ja, hebt sich ein bisschen ab. Können Sie jetzt auch NR Sales nennen oder so, aber so fand ich ganz cool. Und was gibt es bei mir? Bei mir gibt es erstmal eine relativ kleine Auswahl. Natürlich, ich will jetzt nicht, schon mein ganzes Erspartes drin, aber ich will natürlich nicht ein riesen Portfolio anbieten, obwohl ich noch gar nicht weiß, wie es ankommt. So, und je nachdem, wie es ankommt, werdet ihr sehen, geht es weiter oder nicht. So, was gibt es bei mir? Bei mir gibt es halt einmal 12 Volt 100 Ampere Stunden und einmal 12 Volt 30 Ampere Stunden. So, das, mehr braucht es eigentlich auch nicht. Ich bin der Meinung, ich habe die jetzt selber ausgiebig getestet die letzten zwei Wochen, war ich viel angeln, wenig gefangen. Ich wollte eigentlich ein cooles Video drehen, aber hat leider nicht so ganz funktioniert. Also sind coole Szenen bei rumgekommen, aber ich war in drei Gewässern, nichts, kein einziger Karpfen. Deswegen bin ich noch mit mir am Zögern, ob ich da was hochlade, weil klar, coole Aufnahmen, aber jeder will Fisch sehen. Wir haben hier einmal 12 Volt 100 Ampere Stunden und hier einmal 12 Volt 30 Ampere Stunden. Was zeichnet jetzt zum Beispiel die große Batterie im Vergleich zu anderen auf dem Markt aus? Und zwar gibt es keine Batterie auf dem Markt, die diesen Motor beliefern kann. Das ist halt der stärkste Hasswing und auch der stärkste 12 Volt Motor auf dem Markt, der ProTroa 12 Volt 3.0, der zieht in Volllast schon 80 Ampere. So, die anderen Batterien, die haben nur den kleinen Anderson-Stecker, der bis 50 Ampere zugelassen ist, verbaut. Ich habe einen 120 Ampere-Stecker verbaut. Der kann problemlos den benötigten Strom für diesen Motor liefern. Das Innenleben der Batterie ist natürlich auch dafür ausgelegt. Ja, was gibt es noch weiteres Besonderes an dieser Batterie? Und zwar habe ich gesehen, es gibt viele, die ihr Echolot in dem Zigarettenanzünderstecker oder in der Buchse anschließen. Kann man machen. Ist nicht ideal, wenn es regnet. Dann habe ich mir überlegt, ich verbaue einen Stecker, der komplett wasserdicht ist. Auch bei Regen braucht ihr keine Angst haben, dass da Wasser in den Stecker reinkommt und eventuell euer Echolot oder Unterwasserkamera, je nachdem, was ihr darüber anschließen wollt, Schaden nimmt. Trotzdem kann man natürlich über den Zigarettenanzünderanschluss kann man seine Kühlbox oder, ja, wie ich jetzt zum Aufpumpen oder die Pumpe angeschlossen habe zum Aufpumpen fürs Boot. Dafür ist das natürlich ideal. Des Weiteren, natürlich, klar, eine Spannungsanzeige. Nicht wundern, nur weil nicht alle Balken gefüllt sind, ist die Batterie leer. Die Normalspannung liegt so bei 13,5 Volt. Und geht dann runter bis, ja, 12 Volt
ungefähr. Auch ein Riesenvorteil im Gegensatz zu Lithium-Ionen. Hier ist Lithium-Eisenphosphat, also Live-Pro-4-Technik drin. Liefert immer eine konstante Spannung im Vergleich zu Lithium-Ionen. Da sinkt die Spannung teilweise bis auf 10,5 Volt runter. Und es gibt Elektrogeräte oder Elektromotoren, die nehmen davon dann auch Schaden und gehen kaputt. Des Weiteren natürlich, um alle möglichen Elektrogeräte zu laden, dreimal USB für alles, was man mit USB laden kann. Handy, alles halt. Ne? Und einmal USB-C. Perfekt für alles, was man mit USB-C laden kann. Zum Beispiel haben wir alles getestet, MacBook, iPads, die ja ein bisschen spezieller sind vom Laden her, die auch nicht, ich sag mal, alles akzeptieren, geht hiermit problemlos. Das ist natürlich, das ist das Besondere an der Batterie. Kommen wir zu der kleinen Batterie. Vom Prinzip her ist nicht viel anders wie bei der großen, außer natürlich die Größe, die Kapazität und der rote Stecker fehlt. Ist einfach daraus begründet, die kleine Batterie ist technisch nicht möglich, so viel Strom zu liefern, um jetzt so einen Motor zu betreiben. Von daher ist diese Batterie wirklich nur zum Laden oder Betreiben von kleineren Geräten wie Echolot und der Wasserkamera. Dafür ist halt wieder der wasserdichte Stecker perfekt oder zum Benutzen einer elektrischen Pumpe oder Kühlbox über den Zigarettenanzünderbuchse. Dann haben wir hier wieder dreimal USB und einmal USB-C und halt Spannungsanzeige, genau wie bei der anderen, und ein Powerknopf. Habe ich jetzt hier, glaube ich, gar nicht erwähnt. Der ist hier auf der Seite. Ein bisschen größer, auch wieder ein Powerknopf. Was gibt es neben den technischen Informationen sonst noch zu sagen? Ich gebe auf die Batterie und alle Funktionen 2 Jahre Gewährleistung, aber natürlich nicht auf die Verbraucher, die ihr daran anschließt, weil ich einfach nicht überprüfen kann oder gewährleisten kann, wie ihr eure Verbraucher daran anschließt. Deswegen ist das von der Gewährleistung ausgeschlossen. Des Weiteren gibt es noch zu erwähnen, an den Batterien sind Blompen dran. Wenn die entfernt werden, entfällt natürlich die Gewährleistung auch, weil ich dann einfach nicht mehr sicher gehen kann, dass die Batterien im Fehlerfall genauso wieder zu mir zurückkommen, wie sie an euch rausgegangen sind. Wichtig zu beachten ist, beim Laden der Batterien muss die Batterie vorher eingeschaltet sein, bevor ihr das Ladegerät in die Batterie und dann halt in die Steckdose einsteckt. Die große Batterie wird über den großen Stecker geladen, die kleine Batterie wird über den wasserdichten zweipoligen Stecker geladen. Das Gegenstück ist am Ladegerät dran. Man kann eigentlich nicht viel verkehrt machen. Im Lieferumfang zu der großen Batterie habt ihr natürlich einmal das Ladegerät, einen 120 Ampere Stecker mit Gummitüllen und Gummiabdeckung und noch Steckkontakten in 2 verschiedenen Kabelquerschnitten. Dazu kommt noch das Gegenstück für den wasserdichten zweipoligen Stecker. Bei der kleinen Batterie auch wieder Ladegerät und auch wieder der zweipolige wasserdichte Stecker. Ja, Leute, ich hoffe, ich konnte euch das Produkt so ein bisschen näher bringen und auch erklären. Wenn ihr Fragen habt oder ihr habt mal überlegt, euch sowas zu holen und wisst nicht genau Bescheid, kontaktiert mich gerne über Social Media oder E-Mail, alles zu finden. Eine Frage will ich schon mal vorwegnehmen, die auf jeden Fall kommen wird, die ich auch schon sehr oft gehört habe. Wie lange halten denn die Batterien? Ich vergleiche das immer gerne mit eurem Auto. Wenn ihr Vollgas fährt, ist der Tank natürlich viel schneller leer, weil der Verbrauch höher ist. So ist das hier auch. Wenn ihr beispielsweise, da wird auch noch ein Video und ein Test zukommen mit Stromaufnahme für diesen Motor. Wenn ich mit dem Motor, mit diesem Boot hier 4 km/h fahre, zieht der 15 Ampere. So, dann kann man jetzt hier die Kapazität ausrechnen oder kann man sich ausrechnen, ganz easy. 100 geteilt durch 15 ist man bei 8, irgendwas. Das heißt, ihr könnt, wenn ihr 4 km/h schnell fahrt, 8 Stunden damit düsen. Und so müsst ihr das mit all euren Verbrauchern ausrechnen. Wenn ihr jetzt ein Echolot habt, zum Beispiel ein LiveScope, zieht ja einen anderen Strom wie jetzt ein Helix 5. Wisst ihr, wie ich meine? Ein LiveScope zieht, sagen wir mal, 10 Ampere oder sagen wir mal 5 Ampere. So, 30 Ampere-Stunden geteilt durch 5 Ampere, ist man bei 6 Stunden Betriebszeit. So könnt ihr euch das mit jedem Verbraucher ausrechnen. So ist das beim Motor, mit der Stromaufnahme. So ist das bei allem. Und ich hoffe, so kann ich das ein bisschen euch wieder klar machen, dass
ja, man das nicht pauschalisieren kann. Viele fragen mich, komme ich damit ein Wochenende oder eine Woche hin? Wenn ich jetzt in Frankreich bin und eine Woche lang 4 Routen auf einen Kilometer fahre oder auf 500 Meter, dann ist das was anderes, wie wenn ich eine Woche lang 2 Routen auf 200 Meter fahre. Versteht ihr, wie ich das meine? Das müsst ihr immer für euch selber wissen. Was brauche ich und wie viel nutze ich es? Trotzdem, sollten Fragen offen sein, zögert nicht, diese mir zu stellen. Ich versuche euch alles bestmöglich zu erklären. Ich hoffe, dieses Video konnte euch das ein bisschen näher bringen. Peace, Leute.